Laura Müller, 22, enthüllt intime Details über die Geburt ihres Kindes. Im Jahr 2020 wagten die ehemalige Let's Dance-Kandidatin und Michael Wendler, 51, den großen Schritt vor den Traualtar. Und im Februar dieses Jahres gab es eine riesige Überraschung. Der Schlagersänger und seine Frau verkündeten ihre erste Schwangerschaft. Vor ein paar Tagen wurde ihr kleiner Sohn Rom Esten geboren und brachte Licht in ihr Leben. Aber wie verlief die Geburt für Laura? In gelöschten Sprachnachrichten, die Michael in seiner Telegram-Gruppe veröffentlicht hatte, sprach Laura ganz offen darüber, dass sie Fruchtwasser verloren hatte. Und plötzlich war der kleine Rom da, erklärte sie einem Freund aufgeregt. Sie haben mich nicht mehr aus dem Krankenhaus gehen lassen, weil das Baby wirklich an demselben Tag gekommen ist, freute sich Laura. Und jetzt geht es ihr offensichtlich sehr gut. Dieses Gefühl, nicht zu wissen, was einen erwartet und wie die ersten Tage sein werden, ist so aufregend und überwältigend, schwärmte sie. Vor ein paar Tagen wurden die frisch gebackenen Eltern bereits von Paparazzi beim Spazierengehen erwischt. RTL liegt exklusives Bildmaterial vor, auf dem das Model und der Musiker gemeinsam mit ihrem Sohn auf dem Weg zum Kinderarzt zu sehen sind. Während Michael den kleinen Rom in die Babyschale buxiert und ins Auto bringt, strahlt Laura überglücklich hinter ihrer stylischen Sonnenbrille.